Montagmorgen. Sie schauen hier Kaffeepuls, was uns ganz besonders freut. Dann haben Sie das Baby von Heidi Klum schon gesehen? Wahrscheinlich nicht. Welches? Hat es noch keine Fotos gegeben vom Baby Nummer 4? Wir haben aber jetzt das Foto entdeckt, und zwar auf Ihrer Homepage. So in etwa. Ja, wir hoffen, in Summe hatten Sie auf jeden Fall ein schönes Wochenende, ein schönes erstes Adventwochenende. Wir müssen das mit dem Adventkranz Ihnen dann noch erklären, woher der Brauch kommt. Das machen wir gleich. Da schauen Sie mal. Auch wir in Kaffeepuls haben es uns schön gemütlich gemacht. Ja, und holen das mit Ihnen nach, was Sie wahrscheinlich am Wochenende im Kreise Ihrer Lieben getan haben. Die erste Kerze im Adventskranz angezündet, vielleicht ein bisschen Punsch getrunken, Kekses gegessen. Mmh, sehr lecker, gell? Was sagen Sie zu unserem Adventskranz? Ein bisschen ungewöhnlich ist der, gell? Ein bisschen schräg, oder? Bestehend diesmal eben nicht aus Tannenreisig, sondern aus ganz kleinen Röschen. Ja, aber ganz hübsch, wie ich finde. Muss man mögen, ja? Eine verrückte Kreation. Da gibt es ja auch welche mit Plüsch und so weiter. Wir haben uns gefragt, bitteschön, woher kommt denn eigentlich dieser Adventkranz, und haben ein bisschen in Wikipedia nachgelesen. Interessantes herausgefunden. Haben wir einem Mann namens Johann Hinrich Wichern zu verdanken, der Theologe war und der Kinder bei sich aufgenommen hat, quasi ein Erzieher war. Und die Kinder haben natürlich dauernd gefragt, du, wann kommt denn endlich Weihnachten? Sie werden das kennen von zu Hause, oder? Und dieser junge Mann war so schlau, dass er gedacht, Moment einmal, bevor ich mir jetzt jeden Tag diese Frage anhören kann, bis das Christkind tatsächlich kommt, bastle ich doch einfach so, wie soll ich sagen, einen Countdown. Ja, der Countdown ist der Adventskranz, ganz einfach, weil er hat ein Wagenrad hergenommen, deswegen ist unser auch so groß, fast wie ein Reifen, und hat eben Kerzen draufgepackt. Insgesamt 19 kleine und 4 große, und zwar die 4 großen waren klarerweise für die Sonntage, und diesen Brauch haben wir eben nach wie vor noch. Ja, wenn die Kerzen durch waren, was Christkind da. Ist ja so wie heute. Einfach erklärt. Ja. Schauen Sie mal, auch wir in Kaffeepuls haben es uns schön gemütlich gemacht. Ja, und holen das mit Ihnen nach, was Sie wahrscheinlich am Wochenende im Kreise Ihrer Lieben getan haben. Die erste Kerze im Adventskranz angezündet, vielleicht ein bisschen Punsch getrunken, Kekses gegessen. Mmh, sehr lecker, gell? Was sagen Sie zu unserem Adventskranz? Ein bisschen ungewöhnlich ist der, gell? Ein bisschen schräg, oder? Bestehend diesmal eben nicht aus Tannenreisig, sondern aus ganz kleinen Röschen. Ja, aber ganz hübsch, wie ich finde. Muss man mögen, ja? Eine verrückte Kreation. Da gibt es ja auch welche mit Plüsch und so weiter. Wir haben uns gefragt, bitteschön, woher kommt denn eigentlich dieser Adventkranz, und haben ein bisschen in Wikipedia nachgelesen. Interessantes herausgefunden. Haben wir einem Mann namens Johann Hinrich Wichern zu verdanken, der Theologe war und der Kinder bei sich aufgenommen hat, quasi ein Erzieher war. Und die Kinder haben natürlich dauernd gefragt, du, wann kommt denn endlich Weihnachten? Sie werden das kennen von zu Hause, oder? Und dieser junge Mann war so schlau, dass er gedacht, Moment einmal, bevor ich mir jetzt jeden Tag diese Frage anhören kann, bis das Christkind tatsächlich kommt, bastle ich doch einfach so, wie soll ich sagen, einen Countdown. Ja, der Countdown ist der Adventskranz, ganz einfach, weil er hat ein Wagenrad hergenommen, deswegen ist unser auch so groß, fast wie ein Reifen, und hat eben Kerzen draufgepackt. Insgesamt 19 kleine und 4 große, und zwar die 4 großen waren klarerweise für die Sonntage, und diesen Brauch haben wir eben nach wie vor noch. Ja, wenn die Kerzen durch waren, war das Christkind da.